dass da ein neues Tool, also ein neues Programm in der Mediathek des IQSH zur Verfügung steht, mit dem die Schüler und Schülerinnen digitale Aufgaben bearbeiten können. Hast du das schon benutzt? Ja, das nennt sich H5P. Die Abkürzung bedeutet HTML5 Package. Und es ist eine Open-Source-Software und wird uns Lehrkräften in Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellt. Du kannst zu Hause Aufgaben, insbesondere auch eingebettet in Filme, für deine Schülerinnen und Schüler vorbereiten und diese von ihnen in der Schule oder auch zu Hause lösen lassen. Die Mediathek ermöglicht dir die Verwaltung und Zuweisung der Aufgaben. Aha. Die Adresse der Mediathek lautet sh.edupool.de. Schau hier, ich logge mich unter Anmelden, zum Beispiel mit meinen Formix-Daten ein. Hier bereite ich die sogenannten Interaktionen, also die digitalen Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler vor. Jetzt siehst du dieses Menü. Unter Eigene Inhalte erscheint folgendes Untermenü und unter Interaktionen erstellen gelangst du zu H5P. Dort stehen rund 50 verschiedene Aufgabentypen zur Verfügung. Die Funktionen werden ständig weiterentwickelt. Hier wählst du einen Aufgabentyp aus, der dann unter deinen eigenen Inhalten im Hauptmenü angezeigt wird, wenn du ihn aktualisiert hast, also gespeichert. Wichtig: Rückwärts geht es auf der Benutzeroberfläche immer über das rote Kreuz oben rechts. Da ist die Mediathek etwas empfindlich. Unter Alle Anzeigen erscheint eine lange Liste aller von mir erstellten Aufgaben. Zu jeder Aufgabe gibt es 4 Bedienelemente. Den ersten Button brauche ich, um die Aufgaben meinen Schülern und Schülerinnen zur Verfügung zu stellen, indem ich sie über die Medienablage, sogenannten Medienlisten, zuordne. Das hört sich bisher überschaubar an. Aber wie bekommen meine Schülerinnen und Schüler jetzt die Zugänge? Deine Schülerinnen und Schüler können die Aufgaben an Tablets, im Computerraum, am Laptop oder auf dem eigenen Handy bearbeiten. Eine Internetverbindung oder ein internes Netzwerk für alle muss bei dieser Art der Nutzung vorhanden sein. Für viele Aufgabenformate ist Letzteres ausreichend. Unter Einstellungen im Hauptmenü finde ich den Befehl EDU-IDs. Hier werden ein Kürzel oder ein QR-Code erzeugt, die du den Schülerinnen und Schülern als Eintrittskarte zur Verfügung stellst. Mithilfe von EDU-ID-Listen können die Medien aus den Medienlisten den Lerngruppen zugeordnet werden. Achtung, es sind 2 verschiedene Listen. Das Erklärvideo Medienlisten und EDU-IDs auf der Startseite der Mediathek erklärt die Klicks ganz detailliert. Du verheiratest sozusagen die Zugänge mit der Aufgabe. Die Schülerinnen und Schüler lesen entweder den erzeugten QR-Code ein oder geben unter sh.edupool.de die EDU-ID ein und können dann eine Aufgabe lösen oder aus Listen von Aufgaben auswählen, je nachdem, was und wie viel du ihnen über ihre Medienliste zugeordnet hast. Ich fasse zusammen. Schülerinnen und Schülern können interaktive Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Als Lehrkraft kann ich in der Mediathek mit H5P interaktive Aufgaben erstellen oder finden, die ich in Medienlisten nach Themen ordne. Mit Hilfe von EDU-IDs oder QR-Codes gelangen die Schülerinnen und Schüler zu den Aufgaben, die ich ihnen vorher in einer EDU-ID-Liste zugeordnet habe. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in der Schule oder zu Hause nach eigenem Tempo. Ja, genau. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Interaktionen können wir nächste Woche besprechen. Du kannst auch Webinare besuchen, in denen die Anwendungen gezeigt werden. Das Besondere an H5P ist, dass du die Aufgaben auch in Filme einfügen kannst. Das ist ja klasse. Du, das probiere ich gleich morgen aus.